Respekt in der Fankultur, das müssen halt erzogen werden daheim. Und nicht irgendwelche, auf irgendwelche Lehrer geschoben und auf irgendwas. Dann müssen sie halt mal schauen, dass sie daheim halt schauen, dass man halt nicht irgendjemand, der anders Trikot anhat, als Idiot und als was weiß ich noch alles bezeichnet, sondern ihn halt als Partner respektiert. Und ich meine, wie ich habe es gesagt am Radio, der, wo der Julian Schuster da wenn da jemand runterrennt und die Julian Schuster anspuckt, und mir hat es ja auch bei uns da mit dem Sandro Wagner, egal, ob der Sandro da mal auf dem Platz ein bisschen provoziert oder dem ist ja niemand zu helfen, aber man sind halt nicht erzogen, man kann immer mal Fehler machen oder Worte sind nochmal was anderes. Sagst du mal zu einem der Double oder irgendwas. Ja, mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Was haben wir ja alles so möglich um Kickplatz schon gesagt. Finde ich, wenn man dann hinterher hingeht und sagt, oh, das war jetzt, glaube ich, nicht das richtige Wort. Aber Spucke. Ich kann Ihnen nur sagen, der, wo das macht, das ist ja ein. Eigentlich sollte ich gar nicht drüber sprechen, ist ein armer Kerl. Also, wer das nötig hat, schlimm, aber der Busch jetzt, das ist dann hätte einfach auch was mit klar mit Erziehung zu tun auch oder mit dem, was man Zeit gekriegt hat. Aber trotzdem auch andere, wenn du dann siehst, der Ball rollt auf einen zu und wir müssen ja auch mal schauen, wir Trainer und so, klar, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, rollt der Ball auf einen zu und der Spieler will den Ball nehmen und man wird die Beine auseinander gemacht und so Sachen. Ja, ich meine, das ist auch, wenn das die Kinder sehen, ja, log ihn mal noch, jetzt will er den Ball nehmen, stehst du hin, machst Bein auseinander, über den Haufen rennen kann er den nicht. Das habe ich auch gesehen am Wochenende. Da fällt mir nichts mehr ein, muss ich sagen, was das soll. Dann nimmt man den Ball in die Hand und gibt ihn ihm und macht nicht so provokativ, da geht es ja los natürlich. Aber ich bin auch kein weiser Knabenmann, weil ich habe gesehen, ich habe auch schon mal vergriffen im Ton. Oder so, und dann geht es halt darum, ob man sich dann nicht, aber jemand anspucke durch den Zaun, der einen Eckball schießt, den ich gar nicht kenne, der nie was gemacht hat, wo es gar keine emotionale Auseinandersetzung gibt, das ist natürlich, was sollst du da noch sagen über die Person? Raus aus dem Stadion, Stadionverbot, bei sowas.